Ja, hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Rome 2. Große Kampagne mit Ägypten. Kurz vorm Rundenende und dem Erwarten eines weiteren Angriffs unseres Feindes. Tja, erst mal gucken, wo wir überhaupt noch eine Provinz haben, die wir komplett besitzen, um Erlass rauszuhauen. Plus 10 öffentliche Ordnung. Weniger Kosten für Anheuerung von Söldnern. Nehmen wir das mit dem Steuersatz mal rein. Obwohl wir die Stadt hier unten wahrscheinlich auch bald verlieren werden. Also wir können noch eine Armee ausheben. Das werden wir mal nächste Runde noch versuchen. Ansonsten würde ich halt den Nilarm hier unten komplett verlieren erstmal. Umso weiter splitten sich ja die Armeen aus und nachher kommt ja mit voller Wucht meine Komplettarmee. Dann werden wir ja die ägyptischen Adligen mal ordentlich in die Pfanne hauen. So, hier haben wir aber eine Mauer. Die haben nur zwei Belagerungs-, also zwei griechische Ballisten. Das könnte dann wirklich, wenn die KI denn versagt, so vom Kopf her, könnte das mal funktionieren. Wir haben vor allem in Petra eine schön enge Stadtmauer, eine kleine. Da werden die nicht so viele Angriffspunkte haben. So. Und sie werden vielleicht die Belagerungsmaschinen nämlich stehen lassen. Position halten! Ey! Was geht ab? Ey! War so ähnlich. So, dann setzen wir einmal die hier so. Eine zweite Schildphalanx. So. Unser General setzen wir dahinter. Obwohl ich gerade das Gefühl habe, die stehen nicht optimal. Die müssen halt wirklich dieses Dreieck bilden, weil dann laufen halt die feindlichen Truppen ziemlich fies in die Sperre rein. Lass mal die ägyptische Infanterie hier noch hin. Und dann geht's auch schon los. Und vielleicht nutzen die wirklich mal die Leitern. Es sieht auch gut aus. Was mich gerade aber ein bisschen wundert, ist, dass sie die Explosivgeschosse nehmen für den Angriff. So ist alles ägyptische Infanterie und Leinenpanzerschwertkämpfer. Die werden natürlich eklig gleich. Genau, schneller. Wie viel muss ich eigentlich treffen, um das in Brand zu setzen? Schaffe ich nicht. Selbst mit den Brandpfeilen direkt davor stehend. Kann ich die Truppen nicht ausschalten da oben. Schnell vorrücken!
Na, nicht so hängen. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die setzen wir mal da an die Seite. Komm, weg da. Wir machen das anders. Wir lassen die wirklich hier auflaufen. Genau. Unser General wird angegriffen. Okay, das ist natürlich jetzt scheiße, dass die so schnell da waren. Aber jetzt kommen die ganzen Schlawiner hier an. Komm weg da, General. Ja, deshalb soll er sich wegbewegen. Genau, tötet mal bitte die da vorne. So, und ihr könnt jetzt die Lanzen nehmen und könnt dann nochmal angreifen. Und zwar langsam. Geht da schön durch. Geht auf die Laien-Schwertkämpfer mit den Lanzen. Weil dagegen können die nicht so viel ausrichten. Okay, die versuchen da natürlich auch das Ding einzunehmen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. So, genau, ihr bewegt euch jetzt auch mal darüber. Wir haben einen Turm eingenommen. Hö, wo gehen die gerade hin? Ich bin gerade etwas verwirrt. So, jetzt kommen wir noch von der anderen Seite. Genau, geht da mal alles schön hoch. Ihr habt ja jetzt ein bisschen Zeit. Komm, komm, komm. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. So, tötet die Letzten. Ich glaube, mein General lebt auch noch. Ah ne, jetzt kriegt er Probleme. Oh, 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 oh. Na komm, zieht euch zurück, dann könnt ihr eure Moral auch wieder ein bisschen aufwerten.
Infanterie! Infanterie zu euren Diensten! Geschoss, Infanterie! Bereit! Aber ich nicht verstehe, dass der einfach nicht hoch will. Auf diese dämliche Anhöhe. So, sind die letzten galatischen Schwertkämpfer. Dann haben wir die Truppen der Mauer zerstört. Da kommen König Hippel-Tasten von hinten. Und ich versuche, die hier irgendwie an den Seiten mal reinzukriegen. Weil in irgendeine Ecke muss ich die doch reinkriegen. Ach, das Tor backt wieder so schön und dadurch werde ich die ganze Armee von ihm vernichten können. Ein Traum. So, jetzt können wir den Turm hier wieder einnehmen. Aber die wollen sich aber auch gar nicht bewegen, ne? Wir sind zielsicher. Wir haben einen Turm eingenommen. Ägyptische Krieger! Bogenschützen! So, Bogenschützen. Steinschleudern! Und ihr könnt da auch mal versuchen reinzugehen. Einfach geil. Wie sich einfach nicht fortbewegen. Wir verdunkeln den Himmel. Steinschleuderer! Ich habe das Gefühl, sie töten sich auch selber inzwischen. Unglaublich. Und jetzt stehe ich hier, ne? Stehe ich hier und mache Kaffee und Kuchen. Kuchen. Doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! Ach, bis die KI es mal schafft, das Tor kaputt zu machen. Oder meine Bogenschützen es schaffen, oben auf die Mauer zu kommen. Oh, er hat es geschafft, einen hochzusetzen. Oh mein Gott, da kommen noch mehr! Genau, tötet die Peltasten. Lustigerweise schaffen die Steinschleuder gerade nicht viel damit. Das macht mich einfach nur fertig. So, Feuer frei. Tor ist gleich zerstört, da sind die drin. Na komm. Ich glaube, er will mich einfach ärgern. So, es tut 91% Feuerschaden. Wir können jetzt nochmal anfangen, hier die Peltasten anzugreifen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Kriegen natürlich nicht gebacken.
Okay, wenn mal einer da oben drauf ist, dann kommen auch mal alle nach. Haben es aber wieder nur geschafft, die Steinschleuder da oben reinzujagen, ne? So, jetzt mal gucken, wer sind die Peltasten? Da sind sie. Schön, wie die Pfeile hier so abprallen. Versucht einfach noch irgendwen zu töten. Und wenn ich danach verliere mit meiner Verteidigungsarmee hier gegen die nächste Truppe, die angreift, das ist so Latten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Du bitte Geschwindigkeit! Warum haben die hier so eine Kraut- und Rüben-Aufstellung? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. So, runter mit den Lanzen. Tja. Ah. Da kam ein Wurf von von Öl. Mein Gott. KI, greif das Tor an. Greif das Tor an. Greif das Tor an. Verdammte Hacke. Greif das Tor an. Ah. Nur meine Türme greifen die jetzt noch an. Und wenn das meine Türme jetzt entscheiden sollen, ne, auf der höchsten Geschwindigkeit, da können wir jetzt schon mal überlegen, was ich euch erzähle. Da kann ich euch aus dem aktuellen Mickey Mouse Heft vorlesen. Ich lese euch was von der Hülle vor. Die gesamte Geschichte der Menschheit liegt in ihren Händen. Meistern sie 6000 Jahre Menschheitsgeschichte vom Altertum bis zum Informationszeitalter. Mit welcher Taktik werden sie ihre Nation zu weltweitem Ruhm führen? Mit Handel, Spionage, Diplomatie oder Krieg? Welchen Weg sie auch wählen, sie werden die ganze Spannung und Geschwindigkeit von Echtzeitstrategietiteln zusammen mit der epischen Breite von rundenbasierten Strategiespielen erleben. Erstmals vereint in... Bitte in die Kommentare, welches Spiel ihr denkt, dass es ist. Welches ich vorgelesen habe. Und nochmal sagen, um wie viel Uhr ich das gemacht habe hier im Video. For survivors in an epic struggle, fighting hordes of swarming zombie, can you survive the zombie apocalypse? Winner of many awards include Best of E3 from Jame Informer and Maximum PC. Left. Bla. Das hätte ich schon fast gesagt, was es ist. Das eins der wenigen Spiele, die ich importiert habe damals. Weil ich wusste, dass die deutsche Version so schlimm gecuttet sein wird, dass ich total ausrasten werde. Wurde übrigens in 17 Sprachen übersetzt, das Spiel. Unglaublich. Da haben sich Leute Mühe gegeben. Aber sie kriegen es nicht gebacken, ne? Gleich sind sie einfach tot, alle. Mich stört das nicht. Also der Bürgerkrieg verbessert sich dadurch. Für mich. Und jetzt haben sie einmal nochmal Feuerschaden gemacht. Boah, König der Peltasten hier. Ah, ich wünschte, es sind auch nur einfach nur schwarze Löcher, ne? Ich habe gerade, glaube ich, heute hier gesehen, wie einer da rausschießt. Also sind einfach schwarze Löcher, wo Pfeile plötzlich rauskommen. So, die König per Tasten sind schon runter auf 31, 24. Und so weiter und so fort. Der feindliche General ist tot. Super. Die Rocklegende in dir, entfessel sie. Nein, sie haben das Tor kaputt gemacht. Das bedeutet, ich kann sogar wirklich noch ein bisschen verlieren.
wo auch immer jetzt die Reiter dahin wollen. Nahkampfinfanterie! Wollen jetzt zum anderen Tor. Ist einfach so lustig, dass ich immer noch total unterlegen bin von der Stärke und Kräfteverhältnis. Aber es liegt einfach, glaube ich, nur an den Baltisten. Entschuldige, wenn ich jetzt ein bisschen beschleunige, aber wir sind schon lang genug in diesem Belagerungsmodus. Ach, wir haben ja auch noch das Öl im Tor. Das kommt auch noch dazu. Ja, da gucken sie. Da, er war lustig. Er kriecht noch unter den Sperren entlang. Ist wie so ein alter Dick und Doof Film, oder? Wo dann kommen und dann so. Ah, da, oh mein Gott, er hat den Speer runtergenommen. Ja, versuchen wir einfach mal, ne? Genau, greift einfach mal die leichten Pell-Tasten hier an. Wir haben einen Turm eingenommen. Ah, habt ihr gesehen, wie der den Kopf gekriegt hat? Ach du Scheiße, die Ballisten haben immer noch Munition. Das ist nachteilig für mich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, weg mit denen. Okay. Die fliehen sowieso. Dann können wir mal versuchen, da hinten hinzukommen. Na, macht jetzt nicht so einen Mumpitz. Erstmal macht der Informationsangriff aus. Ach, die hauen ab. Unglaublich. Ein Hoch auf die KI, die nicht vorhanden ist. Ein Traum. Es lädt. Klopf auf Holz. Es lädt weiter. Klopf nochmal auf Holz. Ich habe gerade eine Stoppuhr bestellt bei Amazon während der Schlacht. Damit ich wieder genau definieren kann, wie lange meine Folge gerade läuft. Das habe ich damals mit der G15 noch gemacht, weil die hat da eine Stoppuhr integriert in dem Display. Aber ist ja auch total dämlich, dass ich jetzt diese Tastatur habe hier, die nicht mehr klackert so laut. Und deshalb die G15 abgesteckt habe. Naja, aber so dolle war sie jetzt auch nicht. So, töten wir alle. Ich werde ja bestimmt nochmal angegriffen. Ha, 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 ha. Aber in einer normalen Provinzstadt. Ich glaube, bei Palmyra, da sind wir schon fast da oben, ne? Sobald wir richtige Armeen haben, werden wir die einfach auseinandernehmen, die Gegner. So, das war's ja erstmal von den ägyptischen Adligen, ne? Unsere Feinde werden. Nein. Können nicht mehr mit Persien handeln und auch nicht mit Pontus. Und mit Parthien auch nicht. Ach so, ja, ist schon okay, ich verstehe. Nehmen wir mal Streitwagen. So, nächste Runde gibt es hier Bürgerkrieg. Außer müssen wir rüberziehen, die Armee. So, das ist nämlich auf plus 10. Haha. Wir machen nur noch plus 7000. Da haben wir einen Erlass erteilt. Ja, da kommen die feindlichen Armeen.
aber werden mal... Wir kämpfen für euch. Es tut mir leid, das können wir nicht. Na? Wir können dort nicht segeln. Kann ich das überhaupt mehr leisten? Anscheinend. So, reine Söldnerarmee. Kostet viel Kohle, aber wir sind erstmal geschützt. Meroe haben wir. Ja, einige Truppen. Die werden sich erstmal verteidigen können hier, ne? Eigenschaften erhalten. Das sind die ganzen Truppen, die rekrutiert wurden. Ja, und nächstes Mal machen wir dann die Armeebewegung weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Rome 2 Großkampagne mit Ägypten. Bis dann, euer Doc. Ciao.